Fantastische Pfoten, der Hunde-Podcast mit dem Wow. Präsentiert von Zoo Plus, die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fantastische Pfoten, der Hunde-Podcast mit dem Wow. Ich bin Andrea Sawatzki und unser heutiges Thema berührt mich ganz besonders. Es geht nämlich um Angsthunde. Dazu gehört auch einer von meinen Hunden, nämlich unsere Carne-Corso-Hündin Fee, die seit ihrem Welpenalter Angst hat vor anderen Hunden, vor Menschen, vor Geräuschen, vor Autos, im Grunde genommen vor allem. Und deswegen interessiert mich persönlich diese neue Folge auch tatsächlich ganz besonders. Woran erkennen wir, ob ein Hund gerade Angst hat? Was können wir in der Situation tun? Und für mich auch ganz wichtig, wie können wir mit dem Hund arbeiten, um ihm langfristig zu helfen? Darüber spreche ich heute mit der Hundetrainerin Ellen Marquez. Fest steht, das Thema Angst beim Hund bewegt viele Hundebesitzer. In einer Studie aus Finnland wurden dazu knapp 14.000 Hundehalter befragt. Dabei kam raus, dass knapp jeder dritte Hund besonders geräuschempfindlich reagiert, jeder fünfte etwa Angst vor anderen Hunden hat und jeder sechste Angst vor neuen Situationen. Bei den Tieren, die besonders stark betroffen sind, sprechen wir von einem Angsthund. Einer davon ist der Border Collie Mischling Kira. Sie wohnt zusammen mit ihrem Frauchen Daniela in Lottstetten. Das liegt im Süden von Baden-Württemberg, direkt an der Grenze zur Schweiz. Mit Ellen Marquez spreche ich gleich darüber, wie wir diesen Hunden ganz konkret helfen können. Und vorher werden wir noch einen Blick in den Alltag von Angsthund Kira werfen. Da ist es wieder. Das Monster aus dem Abstellraum. Es ist so laut, ich kann an nichts anderes mehr denken. Sein runder Körper ist fast so groß wie ich. Dazu hat es einen ganz langen Hals. Es schreit in einer Sprache, die ich nicht verstehen kann. Und das macht mir Angst. Es riecht auch ganz komisch. Nach Staub und Plastik. Manchmal steht es da und bewegt sich nicht. Dann könnte man es für tot halten. Ich höre auch keinen Herzschlag. Aber dann drückt Daniela auf seinen Körper und dann schreit es wieder, dass mir die Ohren wehtun. Sie geht mit dem Monster durch unser Zuhause. Hier in meinem Körbchen bin ich, glaube ich, sicher. Ich mache mich so klein, wie ich kann. Wenn jetzt ein Angreifer kommen würde, um mich mit seinen großen Füßen zu treten, ich würde ihn gar nicht kommen hören. Ich weiß, wie das ist, wenn böse Menschen mir wehtun. Das kenne ich von früher. Damals habe ich mit meiner Mutter und meinen Geschwistern in einem kleinen Gehege gelebt. Da war auch der große böse Mann. Er kam oft rein und hat mich in die Ecke getrieben und mich festgehalten. Und manchmal hat er mir auch in den Bauch getreten, wenn ich gerade im Weg war. Ach, aber immerhin gab es das Monster mit dem Staubgeruch nicht. Das gibt es erst, seit ich bei meinem neuen Zweibeiner wohne. Es hat mir nie wehgetan, noch nicht. Von dem bösen Mann von früher weiß ich, erst schreit er laut und dann tut er mir weh. Ich muss auf Abstand bleiben. Oh nein, Daniela kommt jetzt mit dem Monster direkt auf mich zu. Oh schnell, ich muss zu dem großen Tisch, bevor es mich erreicht. Geschafft. Durch die Stuhlbeine durch sehe ich, wie Daniela dem Monster einen Teil seines Halses abnimmt. Jetzt fährt sie mit dem kürzeren Monster jeden Zentimeter von meiner Decke ab. Der abgetrennte Hals liegt wie tot daneben. Geh weg von meiner Decke, versuche ich zu sagen, aber das Monster hört nicht auf. Nicht einmal in meinem Korb bin ich sicher. Noch lauter als das Monster höre ich das Klingeln. Ich weiß, was das heißt. Jemand steht vor der Tür. Ist das vielleicht ein Angreifer? Ich rutsche noch weiter unter den Tisch. Daniela geht zur Tür. Oh nein, ein Mann. Bitte, bitte komm nicht rein. Lass mich in Ruhe. Daniela macht die Tür wieder zu. Sie kommt in den Raum und stellt eine große graue Box auf den Tisch. Sie beugt sich zu mir runter und redet beruhigend auf mich ein. Ich kann ihr aber nicht zuhören. Ich denke nur an das Monster, das vor meinem Körbchen steht und an den fremden Mann, der hier in der Nähe ist. Ich mache mich klein, so klein, wie ich nur kann. Ich rieche das Stück Wurst, das Daniela neben mich legt. Ich mag Wurst, aber mein Bauch ist wie zugeschnürt. Ich drehe den Kopf weg, versuche mich noch mal kleiner zu machen. Ein Satz bestimmt mein Denken. Ich bin nicht sicher. Ich bin nirgendwo sicher. Ob Pfoten, Flossen, Flügel oder Hufe, uns sind alle Haustiere wichtig.
Egal, ob ihr auf der Suche nach leckerem Futter, praktischem Zubehör oder spaßigem Spielzeug seid, im Zoo Plus Shop werdet ihr garantiert fündig. Zoo Plus, weil wir Tiere genauso lieben wie du. Daniela hat mir erzählt, dass sie Kira aus Bethlehem von einem Bauernhof adoptiert hat. Sie vermutet, dass der zuständige Pfleger Kira ihre Mutter und ihre Geschwister mit Stöcken auf Abstand gehalten und auch nach ihr getreten hat. Kira hat dort in einem kleinen, eingezäunten Gehege gelebt und durfte auch nie raus zum Gassi gehen. Das bedeutet, sie hatte, bis Daniela kam, noch fast nichts von der Welt gesehen und kannte keine Menschen außer dem brutalen Pfleger. Vom Angsthund sprechen Hundetrainerinnen und Hundetrainer, wenn die Panik nicht nur spezifische Auslöser, wie zum Beispiel eine Autohupe hat, sondern der Hund grundsätzlich in den meisten Situationen seines Lebens ängstlich ist. Dabei verschwimmt auch manchmal die Grenze zu aggressiven Hunden. Wenn sie sich eingeengt oder bedroht fühlen, sehen manche Hunde den einzigen Ausweg im Angriff. Das nennt man dann defensive Aggression. Weil das aber ein ganz eigenes Thema ist, haben wir dem eine ganze Folge gewidmet. Die könnt ihr im Anschluss hören, wenn euch das Thema auch interessiert. Sie heißt Aggressives Verhalten, böser Hund oder schlechter Halter. Das Gefühl der Angst, um das es heute geht, ist für uns Menschen wie auch für Hunde eigentlich lebensnotwendig. Es warnt uns vor Gefahren und es gibt uns die nötige Energie, um uns entweder zu verteidigen oder zu fliehen. Es warnt uns auch davor, Risiken einzugehen. Wenn wir zum Beispiel am Rande einer Klippe Angst empfinden, dann ist das sinnvoll und sorgt dafür, dass wir Abstand halten. Die Angst wird dann zum Problem, wenn sie losgelöst von diesen wirklich gefährlichen Situationen eintritt. Beim Menschen sprechen wir dann von einer Angststörung. Dabei bekommt der Körper das Signal, gerade in einer lebensbedrohlichen Situation zu sein, obwohl das gar nicht zutrifft. Wir Menschen können dann gezielt Hilfe suchen und zum Beispiel eine Verhaltenstherapie bei einem Psychotherapeuten machen. Bei Hunden geht das natürlich nicht. Da müssen wir andere Wege finden. Hier helfen professionelle Hundetrainer oder Hundetrainerinnen wie unser heutiger Gast Ellen Marquez. Mit ihr spreche ich gleich direkt nach unserem Wow der Woche. Das Wow der Woche. Das Hundebellen ist für uns selbstverständlich. Dabei tun das ihre Vorfahren, die Wölfe, nicht. Das liegt daran, dass sich das Bellen erst mit der Verbindung zwischen Hund und Mensch entwickelt hat. Forscher wie die deutsche Verhaltenswissenschaftlerin Dorit Urd-Feddersen-Petersen gehen davon aus, dass das Bellen entstanden ist, um mit dem Menschen zu sprechen. Wölfe kommunizieren untereinander eher durch Körpersprache und Mimik. Da der Mensch aber mittels Sprache kommuniziert, haben Hunde sich das wahrscheinlich über die Jahre abgeschaut. Bellen wäre damit also ihre Art zu sprechen. Übrigens, der lauteste Beller, der jemals gemessen wurde, stammt von dem australischen Golden Retriever Charlie. Sein Bellen erreicht über 113 Dezibel. Das liegt irgendwo zwischen einer Kreissäge und einem Düsenflugzeug. Damit steht er jetzt im Guinness-Buch der Rekorde. Sein Frauchen hat übrigens erzählt, dass Charlie nur sehr selten bellt und sonst ein ruhiger Hund ist. Für seine Nachbarn hoffe ich, dass das stimmt. Ich freue mich sehr, jetzt Ellen Marquez bei mir begrüßen zu dürfen. Ellen ist Hundetrainerin und leitet seit 10 Jahren die Martin-Rütter-Dorks-Hundeschule in Köln. Man kennt sie auch als Expertin aus verschiedenen Fernsehformaten wie Die Unvermittelbaren, Die Welpen kommen oder Die großen Hunde. Dabei arbeitet sie ganz viel mit Angsthunden. Dazu gehört auch ihr eigener Hund Camo, den sie vor 3 Jahren aus dem Tierheim adoptiert hat. Hallo Ellen, schön, dass du da bist. Hallo Andrea, ja vielen Dank für die Einladung. Meine erste Frage ist ganz grundlegend. Woran erkenne ich denn, dass mein Hund Angst hat? Viele denken da vielleicht sofort an den eingezogenen Schwanz, aber es gibt ja noch viele Anzeichen mehr. Welche sind das? So typische körpersprachliche Merkmale sind eben, dass die Pupillen weit geöffnet sind, dass der Hund hechelt, dass der Hund die Mundwinkel nach hinten gezogen hat und so eine Stressfalte sich bildet, im Prinzip wie so ein Grübchen, was wir kennen. Die Ohren sind angelegt, der Hund hat einen Rundrücken, der Hund ist sehr wabbelig in den Beinen, die Rute ist eingeklemmt. Das ist natürlich eine sehr extreme Form, aber es gibt natürlich auch nur die milde Form, dass ein Hund, ja, eingefroren ist, also das typische Freeze, da steht leicht Mundwinkel nach hinten, man sieht das Hecheln zwar nicht, aber der sich einfach sehr langsam bewegt,
Das kennen wir ja auch. Wenn wir unsicher sind, dann nehmen wir die Arme runter. So wie als wenn wir eine Rute einklemmen. Wir sind vielleicht leicht rundrückig und wir wollen nicht auffallen. Also einige von den Anzeichen, die du gerade genannt hast, die kenne ich auch gut von meinem eigenen Hund, also von Fee. Bei ihr ist es zum Beispiel so, wenn sie Angst hat, erstarrt sie. Also sie bekommt einen ganz starren Körper, ihr Blick wird starr und mit ihren Lefzen macht sie so merkwürdige Bewegungen, als würde sie versuchen, einen Geruch einzuatmen und zu erkennen, zu registrieren, was da vor sich geht. Was sind denn laut deiner Erfahrung die häufigsten Gründe dafür, dass der Hund Angst hat und sich dann so verhält? Einmal kann es sein, dass der Hund einfach rassebedingt, also genetisch schon mal ein Hund ist, der reizempfänglicher ist, der nicht so nervenstark ist. Ja, ich sag jetzt mal, der Klassiker ist so der Bearded Collie. Also der Bearded Collie ist zum Beispiel ein Hund, der sehr sensibel ist, also ein Hütehund. Alle Hütehunde sind sensibel, aber Bearded Collies habe ich so wirklich sehr, sehr oft und viel im Training. Und die haben dann mit Angstproblematiken zu tun, weil sie einfach von der Rasse gezüchtet wurden, dass sie halt natürlich auch auf alles reagieren und deswegen auch sehr, sehr reizempfänglich sind und nicht so nervenstark. Und dann, ich sag mal, der Rottweiler dagegen oder ein Australian Cattle Dog oder so, die sind einfach als Treibhunde irgendwann mal dafür gezüchtet worden, robuster zu sein. Und das wirkt sich dann eben auch auf diese Geschichten aus. Und wenn ich dann einen Hund habe, der aufgrund der Genetik schon ein wenig angeschlagener ist oder einfach ängstlicher sein könnte, wenn der jetzt auch noch schlecht geprägt wird oder schlechte Erfahrungen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass er im Alltag viele Ängste entwickelt, die sich dann auch generalisieren können. Komme ich gleich zu. Aber es ist einfach so, dass man immer denkt, ja, der Hund hat doch bestimmt schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, kann sein, auf jeden Fall. Ein Hund hat im jungen Alter oder auch später irgendwelche Traumata erlitten, so wie wir. Alles ist ähnlich wie mit den Menschen auch. Es kann aber auch einfach sein, dass der Hund gar nichts kennengelernt hat. Das ist auch schlimm. Also man spricht da von Deprivation. Also wenn ein Hund etwas nicht kennengelernt hat, ein schlechter Züchter oder der Hund ist irgendwo aufgewachsen, ich sag mal in irgendeiner Scheune und hat halt nichts kennengelernt. Es kann aber auch sein, dass er zu Menschen kommt, die dem Hund auch einfach keine Sicherheit geben. Das heißt, die dem Hund einfach das Gefühl geben, naja, es ist aber auch irgendwie niemand für dich da und hilft dir nicht. Und man schickt den Hund in alle möglichen Situationen rein. Ja, geh mal gucken, das muss er ja lernen und so weiter. Das kann auch ein Trauma sein. Das Schwierige ist eben auch, dass es Hunde gibt, die kleine Ängste entwickelt haben. Also was weiß ich, dann hat man dann irgendwie in einer schlechten Hundeschule dem Hund mal einen Schlüssel vor die Füße schmeißen sollen, um den Hund zu maßregeln oder so. Und ab dem Moment hat der Hund Angst vor Schlüsselgeräuschen. Und später, wenn man Pech hat, wirkt sich das eben auf ähnliche Geräusche auch aus. Das heißt, der Hund generalisiert von einem Geräusch auf mehrere. Und das ist das, was die Leute so schwierig finden. Oh mein Gott, am Anfang war es nur Silvester und am Ende war es ein klatschender Mensch, weil es irgendwie ähnlich klingt oder die Ängste einfach sich ja multiplizieren. Ja, ich finde es gerade total spannend zu verstehen, warum insbesondere Hütehunde oft mehr Angst haben. Ich habe da nie drüber nachgedacht, aber es macht natürlich Sinn, dass sie dafür gezüchtet wurden, ganz viele Dinge gleichzeitig wahrzunehmen. Ich habe gedacht, dass da meistens ein bestimmtes Trauma hintersteckt, aber da merkt man, Angst hat tatsächlich ganz viele verschiedene Gründe. Ich frage mich dabei jetzt noch, gibt's bestimmte Situationen, vor denen ganz viele Hunde Angst haben? Also jetzt ganz unabhängig von ihren Erfahrungen oder von ihrer Rasse. So spontan würde ich da jetzt an Silvester denken. Silvester, ja klar. Also Silvester ist für die Hunde ja auch wirklich wie Krieg. Also plötzlich bricht Krieg aus und die ganze Welt brennt. Also es ist für die ja wirklich ganz, ganz schlimm und furchtbar. Trotzdem gibt es Hunde, die sind von jung auf daran gewöhnt. Also meine Ex-Hunde, die ich so in meinem Leben hatte, die waren total easy. Also die hätten daneben stehen können. Und mein jetziger Hund, den ich aus dem Tierheim geholt habe vor 3 Jahren, der würde am liebsten in eine Mauer springen. So eine Angst hat er. Also der würde sich wirklich am liebsten verbuddeln oder was auch immer. Also das ist ganz, ganz schlimm. Aber Silvester, klar, ist für viele Hunde ganz problematisch. Aber auch meistens Ansammlungen von Menschen, also wie eine Kirmes oder von mir aus auch ein Wochenmarkt, wenn die das in dem Sinne nicht kennen, dass auf einmal so viele Menschen auf die zugehen. Sowas ist komisch und naja, solche Geräusche wie neben dem Hund gibt jetzt einer auf dem Motorrad mal richtig Gas und der Auspuff, der knattert so. Ne? Solche Geschichten sind es oftmals. Also eher Geräusche. Ja, das mit der Angst vor Geräuschen, das haben wir ja auch schon in der Geschichte von unserem Angsthund Kira gehört, die ganz extreme Angst vor dem lauten Staubsauger hat. Das ist natürlich besonders gemein, weil die Hunde ja auch noch so gut hören. Ich habe mal gelesen, die hören 5-mal besser als wir. Dann nehmen die natürlich auch 5-mal mehr Geräusche wahr, die ihnen Angst machen könnten. Ellen, hast du denn jetzt einen Tipp oder eine Übung für uns, die wir zu Hause nachmachen können? Eine, die besonders bei Angst vor Geräuschen hilft?
Bestes Beispiel, mein Hund, ich habe den aus dem Tierheim geholt vor 3,5 Jahren. Dann war das erste Silvester, Katastrophe. Und dann wusste ich, okay, also jetzt ist sowieso der Drops gelutscht. Also ich kann jetzt nur noch gucken, dass ich da Erste-Hilfe-Maßnahmen schaffe. Aber der Punkt ist, dass ich dann gewusst habe, okay, ich muss den jetzt auf bestimmte Geräusche dagegen konditionieren, also den desensibilisieren, und habe dann angefangen, Pupspapier, also hier dieses Luftfolienpolster. Damit habe ich dann immer zu Hause angefangen, leicht zu knallen. Und dann flog halt direkt ein Stück Käse oder so. Also auch eins, was der sofort sieht, damit das nicht so ist, oh Gott, wo ist es denn? Und dann hat der ja immer nur den Knall wieder im Kopf. Sondern es darf einfach nicht verpasst werden, dass, wenn das schlimme Geräusch für ihn kommt, dass dann auch wirklich sichtbar direkt wie so eine Piñata, ne, direkt der Käse kommt. Und dann habe ich das immer lauter gemacht. Und ich weiß noch, wie der Camo dann, also mein Hund, hier immer gestanden hat und hat die Augen zusammengepresst, aber gleichzeitig den Mund aufgemacht. Weil er wusste, geil, irgendwie schlimm, aber irgendwie geil. Ja, und dann habe ich das draußen halt auch gemacht. Dann habe ich Kottüten aufgepustet und habe die knallen lassen. Und dann habe ich sofort Kekse geworfen. Und so ist es immer lauter geworden. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass mein Hund Silvester toll findet. Da sind wir 80 Jahre von entfernt. Also ich meine, ich habe den gekriegt, da war der ungefähr 9 Jahre alt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er älter, vielleicht ist er jünger, ich weiß nicht. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, es ist unfassbar, was das ausmacht, wenn ein Hund einem vertraut. Also der ist jetzt von, ich sag mal, der Skala bei Angst bei 10 gewesen und er ist ja jetzt vielleicht bei einer 4. Und trotzdem schlimm, also wirklich trotzdem schlimm. Aber es ist unfassbar viel zu erreichen. Ah, das kenne ich unter dem Namen systematische Desensibilisierung. Das Prinzip dahinter ist, dass der Hund sich immer sicher fühlt, während die Reize ganz langsam und mit ganz viel Belohnung mehr werden. So kann er die Angst zwar nicht löschen, aber er kann sie mit positiven Gefühlen überlagern. Ganz wichtig dabei ist nur, dass wir den Hund nicht überfordern. Dieses Training ist sehr effektiv, aber es dauert natürlich, bis wir die ersten Erfolge haben. Hast du eventuell ein paar Tipps, wie wir ängstliche Hunde im Alltag unterstützen können? Also jetzt ganz unabhängig von diesem gezielten Training. Wenn ich jetzt also einen Hund habe, der, ich sag mal, eine dolle Unsicherheit hat, also in Bezug auf Umwelt, ne? Also der geht jetzt nicht so wahnsinnig gerne auf belebtere Straßen oder so. Da muss ich natürlich gucken, dass der Hund sich im Alltag erstmal mit mir sicher fühlt. Das ist das A und O. Ich kann also nicht mit einem Hund auf die Straße gehen und ihm in angstauslösenden Situationen sagen, hey, ist doch alles gut, wenn mein Hund sich generell nicht an mir orientiert. Weil dann sagt er ganz ehrlich, ich passe ja sonst auch immer auf dich auf. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier diese Situation richtig regeln. Das heißt, das A und O ist, dass ich mich im Alltag dem Hund gegenüber sehr wach und territorial aufführe. Also ich muss meinem Hund immer erklären, du, ich bin der Oberchecker. Ich sage mal, ich bin Kevin Costner, der Hund ist Whitney Houston, also alle mal Bodyguard gucken. Es geht wirklich darum, dass man dem Hund zeigt, habe ich auch gehört, ja, ich gehe zur Tür, ich hole Besuch rein, damit hast du nichts zu tun. Wenn ich Besuch kriege, dann schicke ich auch ein kleines Kind. Wenn es jetzt nachts an der Tür klingeln würde, würde ich ja auch nicht sagen, geh mal gucken, ja, wer kommt denn da, wenn es Sturm klingelt. Aber es machen ja so viele, die schicken dann ihren Hund vor und sagen, geh mal gucken. Und der Hund denkt, oh Gott, okay, du machst nichts für mich, du passt nicht auf mich auf. Dann auf der Straße, ja, geh doch mal gucken. Dann ist oft keine Leinenführigkeit. Das heißt jetzt nicht, wir müssen alle Sitzplatz Fuß machen, weil das dann für den Grundgehorsam so toll ist, sondern es hat ja auch eine Ursache, dass wir ja auch dadurch wieder sagen, bleib hinten, ich pass auf dich auf, Moment, da kommt eine Kreuzung, warte mal, ich gucke rechts, ich gucke links. So, die Luft ist rein, kleiner Hund, kleines Kind, ich sag mal, mein Schützling. Und darum geht's. Wenn jemand kommt und ich finde den komisch, nehme ich den extra hinter mich. Guten Tag, hallo, gehen Sie mal weiter. Also ich muss Leute grüßen, sehr peinlich. Ich muss alle Leute anlabern von mir aus. Ich muss präventiv extra, wenn links irgendwie eine Bohrmaschine ist, weil irgendjemand da laut ist, nehme ich den Hund auf die abgewandte Seite. Also ich muss mich im Alltag checkermäßig benehmen, bodyguardmäßig. Jemand wie eine Mama, wie ein Papa, wie ein Aufpasser. Mhm. Ja, der Punkt ist total wichtig. Es gibt ja Leute, die ihren Hund beim Spazierengehen wie eine Art Schutzschild zwischen sich und andere Menschen oder Hunde nehmen. Dabei fühlt sich der Hund nur sicher, wenn er versteht, dass wir auf ihn aufpassen. Jetzt kann es passieren, dass ich schon im Vorhinein weiß, dass es bald zu einer Situation kommen wird, die meinem Hund Angst machen wird. Zum Beispiel, wenn ich eine Geburtstagsparty geplant habe oder auch Silvester ansteht. Was sind da deine Tipps, wie ich meinen Hund auf solche Situationen vorbereiten kann? Also wenn ich weiß, okay, es ist jetzt bald Silvester, ich meine, das wissen wir ja Gott sei Dank immer ganz genau, wann das ist,
Dann bietet es sich an, auch schon Wochen vorher natürlich Boxentraining zu machen, also dass man den Hund in eine sichere Höhle schicken kann und dass er sich da wohlfühlt. Und ich würde auch schon Wochen vorher ein Ritual etablieren, dass ich sage, okay, immer so gegen 23 Uhr darf Bello in seine Höhle und die machen wir zu und da kommen von mir aus auch noch 17 Decken drüber und da drin ist von mir aus auch noch ein kleines Radio, dass es irgendwie so ein bisschen gegen die Außengeräusche ankämpft und dann gibt es in der Box einfach einen gefüllten Kong oder so eine Leckmatte und ich habe das einfach letztes Jahr Silvester so gemacht, dass ich in ein Hotel gefahren bin und habe vorher mit dem Hoteldirektor abgesprochen, dass ich bitte meinen Hund um 23 Uhr in den tiefsten Raum, in den tiefsten Bunker, es war dann tatsächlich der Safe-Raum, der Tresorraum, dann habe ich den meinen Hund mit dem Hund meiner Freundin und Kollegin, wir haben beide Hunde in die Box gepackt, in den Tresorraum des Hotels, ganz unten im Keller. Und dann haben die Mozart gehört und die haben von Silvester gar nichts mitgekriegt. Und das war halt auch super. Kann ich mir vorstellen. Nur hat natürlich jetzt nicht jeder so einen perfekt abgedichteten Tresorraum bei sich zu Hause. Aber es kann ja schon helfen, wenn wir zum Beispiel einen Raum im Keller haben, der ein bisschen abgeschottet ist. Oder wenn wir wenigstens den Raum abdunkeln, die Rollläden runtermachen und leise, entspannte Musik anmachen. Das ist für mich zum Beispiel auch neu, dass Hunde so gern entspannende Musik hören. Das finde ich total schön. Also alles, was den Hund von draußen abschirmt und ihm Ruhe gibt. Aber auch wenn wir natürlich versuchen, das zu vermeiden, kann ja immer was Unvorhergesehenes passieren, wodurch mein Hund in Panik rutscht. Hast du da eventuell ein paar Notfalltipps, also so eine Art angsterste Hilfe? Ja, also gucken, dass man in Sicherheit kommt, würde ich natürlich jetzt irgendwie auch machen, weil ich ja nicht weiß, wie laut wird das noch und wie nah ist das. Also sprechen wir jetzt mal wirklich von einem Feuerwerk. Wenn ich aber weiß, es ist jetzt mal kurz irgendwo ja eine Situation, wo es vermutlich auch gleich wieder leiser wird, was weiß ich, hier Straße wird gerade aufgebohrt, ne, Presslufthammer geht gerade los und ich kann irgendwie absehen, okay, das hört gleich wieder auf, dann wäre es eigentlich toll, wenn man es schaffen würde, den Hund am Geschirr einfach festzuhalten, also da zu sein und eben nicht zu flüchten. Das klingt jetzt hart, aber in dem Moment, wo ich dann flüchte, lernt der Hund ja, weglaufen hat den Vorteil, dass die Angst aufhört und dass das Geräusch weggeht. Also, ne, ist es immer so, dass ich ja eigentlich nicht will, dass mein Hund flieht, sondern sich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Also, wie gesagt, Silvester finde ich zu krass. Davon rede ich jetzt nicht. Aber ja, in dem Moment muss man halt überlegen, habe ich jetzt die Möglichkeit, meinen Hund sofort ins Auto zu bringen und in Sicherheit zu bringen? Oder kann ich es selber so einschätzen, dass ich sage, wir halten das jetzt gemeinsam aus. Du hast gerade gesagt, dass es in manchen Situationen sinnvoll sein kann, die Situation mit dem Hund gemeinsam durchzustehen und ihn festzuhalten. Und genau das führt mich jetzt zu meiner nächsten Frage. Denn man hört ja oft, dass Hunde sich in Panik losreißen und dann wegrennen. Worauf muss ich bei der Sicherung von meinem ängstlichen Hund achten, dass das auf keinen Fall passiert? Also man sollte auf jeden Fall ein Geschirr anziehen, was ausbruchsicher ist. Also es gibt ja Hunde, die ziehen sich das Geschirr komplett über den Kopf und dann flutschen die raus. Das heißt, es gibt auch Geschirre, die haben nochmal so ein drittes Band, dass man auch wirklich nicht raus kann, der Hund. Dann sollte man eine Schleppleine dran machen, wo man auch wirklich guckt, dass die Karabiner sicher sind. Also ein schöner, dicker, sicherer Karabiner. Und je nachdem, wie schwer und stark der Hund ist, sollte man Handschuhe anziehen. Denn wenn ein Hund wirklich in Panik mal losschießt, und man hat dann keine Handschuhe an und die Schleppleine düst einem durch die Finger, dann Prost Mahlzeit. Also da gibt's schon starke Verletzungen. Und da ist immer entweder so eine gummierte Noppenleine ganz gut oder eine Biotane. Also Biotane ist das Material. Also da muss man mal so ein Gefühl dafür kriegen, was einem am besten in der Hand liegt. Zusätzlich kann man natürlich an den Hund einen Tracker machen. Das bietet sich an. Also es ist auch so ganz lustig, mal zu sehen, wie viel Strecke macht so ein Hund eigentlich. Aber der Tracker ist vor allen Dingen dazu da, dass ich dann zur Not auf dem Handy auch sehen kann, wo ist mein Hund hingelaufen. Ja, Tracker ist super. Tracker habe ich auch. Das ist auch immer, wenn wir mit den Hunden in Spanien sind. Das ist unfassbar, was die für Strecken zurücklegen. Und ich finde es toll, wenn man das dann so auf dem Handy verfolgen kann. Dieses Zickzack und vor und zurück. Und wenn man dann pfeift und diese kleine Linie sofort zum Haus zurückkommt, es ist ein sehr gutes Gefühl. Das passiert nicht immer, aber wenn es passiert, ist es ein sehr gutes und befriedigendes Gefühl, dass man den Hund doch so ein bisschen gut erzogen hat. Ellen, du hast jetzt schon viele wirklich hilfreiche Tipps genannt, wie wir mit unseren Hunden arbeiten können.
Jetzt frage ich mich als Hundebesitzerin, wann ist denn der Punkt erreicht, an dem ich allein nicht mehr weiterkomme? Also ab welchem Punkt würdest du empfehlen, dass man sich professionelle Hilfe sucht? Wenn Hundehalter und Hundehalterinnen merken, oh je, die Angst verstärkt sich und ich weiß gar nicht warum und wieso, hormonell oder gesundheitlich oder aufgrund von Ereignissen oder, dann würde ich auf jeden Fall mal jemanden drüber gucken lassen, der sich damit auskennt. Und ich möchte auf jeden Fall an der Stelle warnen vor Trainingsmaßnahmen, die mit Flooding zu tun haben, also Reizüberflutung. Ach so, ihr Hund hat Angst vor Knallern? Ja gut, dann machen wir jetzt mal ganz viele Knaller, ja, also ein Geräuscheparcours, so lange, bis der Hund dann nicht mehr darauf reagiert. Oh mein Gott, bitte nicht tun, weil der Organismus dann zumacht. Also natürlich braucht unser Organismus Stress, weil wir natürlich auch ohne Stress gar nicht leben, also gar nicht zurechtkämen im Alltag. Aber wenn der Organismus zumacht, also weil er sich selber helfen will und das nicht mehr wahrnimmt, alles drumherum, dann macht er zu, dann reagiert er nicht mehr, dann ist er überflutet, also er ist geflattet, er ist reizüberflutet worden. Man denkt augenscheinlich, der Hund ist jetzt entspannt, aber der hat zugemacht, der nimmt nichts mehr auf, der hat nichts gelernt. Und beim nächsten Mal ist die Angst genauso groß, wenn nicht noch stärker, weil man es nicht sukzessive, schrittweise geschafft hat, den Hund wirklich zu gewöhnen, sondern eben direkt überfordert hat. Und das funktioniert nicht. Das ist total verständlich. Und ich finde es einen sehr wichtigen Punkt mit dem Flooding. Ich finde es auch wirklich fürchterlich, also wenn ich mir vorstelle, dass einem ängstlichen Hund noch mehr Angst gemacht wird, bis er völlig abgestumpft ist. Das ist ja auch genau das Gegenteil von der systematischen Desensibilisierung, über die wir vorhin gesprochen haben. Der Unterschied ist, dass der Hund sich hier immer sicher fühlt, also sich ganz langsam herantastet, während er beim Flooding einfach völlig überfordert wird. Aber jetzt habe ich noch eine andere Frage. Wir haben ja jetzt viel über Ängste geredet, die der Hund von Anfang an mitbringt. Aber es gibt ja auch Hunde, die einfach mit dem Alter ängstlicher werden, weil sie zum Beispiel schlechter hören oder sehen und sich dann schneller erschrecken. Hast du denn Tipps, wie wir mit Ängsten von Hunden umgehen, die mit dem Alter zu tun haben? Ja, finde ich voll schön, die Frage. Also ich habe jetzt einen alternden Hund, also das spielt mir jetzt natürlich in die Karten, dass der einfach weniger hört. Das heißt, die nächsten Silvesternächte werden vielleicht deshalb auch ein bisschen entspannter für ihn. Aber letztendlich muss ich gucken, wenn ich einen Hund habe, der weniger sieht, dass der auf jeden Fall in seinem Vertrauen nicht gestört wird. Also auf einmal die Treppe runterfliegt, weil wir nicht aufgepasst haben oder so. Also da muss ich natürlich darauf achten, dass ich ihm irgendwie Bescheid sage, wenn es runtergeht, wenn es hochgeht, wenn ein Baum kommt und so weiter. Wenn ich jetzt wirklich einen Hund habe, der fast erblindet, dann bietet es sich an, die Wohnung nicht mehr umzudekorieren. Also dass man dann nicht jeden Tag irgendwie dann doch das Sofa woanders hinstellt, weil der Hund sich einfach daran gewöhnen muss. Sowas ist ganz gut. Und ich finde aber auch gerade dann ist es so wichtig, dass man nochmal darüber nachdenkt, dass ein Hund nicht das Gefühl haben sollte, er lebt in einer Familie, in der er nicht geschützt wird, weil aus Hundesicht alle Tütteltanten sind. Dieser Klassiker, es klingelt an der Tür und man sagt, hier, geh mal gucken, ist eigentlich gar nicht so lustig, weil ich ja damit dem Hund suggeriere, guck mal, wir können alle nicht auf uns aufpassen, das musst alles du machen. Und wenn du richtig alt bist, ja, ich weiß nicht, wie schön das ist, für so einen Senior zu glauben, oh je, jetzt habe ich hier die Kinderchen, auf die ich ein Leben lang aufgepasst habe, jetzt werde ich alt, ich höre weniger, ich sehe weniger. Und jetzt weiß ich nicht, ob die mich schützen. Das finde ich eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte, wenn man sich das vorher nicht wirklich mal zu Herzen nimmt. Boah, ich stelle mir das auch echt schlimm vor, wenn so ein alter Hund auch noch denkt, dass er seine Familie beschützen muss. Da ist es so wichtig, dass er weiß, dass er sich ausruhen und entspannt altern darf. Gibt es denn noch andere Sachen, die ängstlichen Hunden helfen können? Ich denke da zum Beispiel an bestimmtes Futter, also Futterzusätze. Manche Produkte sollen ja angeblich bei Stress- oder Angstzuständen helfen. Ich habe da auch schon einiges ausprobiert, aber jetzt würde mich interessieren, wie sind da deine Erfahrungen? Also ist bei Menschen ja auch so, dass man natürlich auf die Ernährung achten sollte, weil Darmgesundheit hat ja auch ganz viel mit dem Wohlbefinden zu tun. Und ich glaube da auch dran, also dass man eben gucken muss, ist der Hund gut ernährt und gesund, weil die Gesundheit immer aufs Gemüt auch übertragbar ist. Natürlich gibt es da Tryptophan, also für die Hirnschranke, die natürlich auch für Glücksgefühle und so weiter zuständig ist, was ja auch bei Angst eine große Rolle spielt. Also da weiß ich schon, dass man halt eben gucken muss, dass der Hund Lebensmittel bekommt, wo viel Tryptophan drin ist. Ich glaube, das ist zum Beispiel in Lammfleisch der Fall und Bananen.
Da muss man sich aber einfach mal mit guten Ernährungsexperten auseinandersetzen. Da bin ich einfach keine Expertin auf dem Bereich, aber ich weiß natürlich, dass Vitamin B12 oder die ganzen B-Vitamine auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und dass ich einfach gucken muss, dass der Hund sonst auch keine körperlichen Defizite hat. Denn die Schilddrüse und so weiter spielt ja auch eine Rolle, ob der Hund deshalb vielleicht Ängste entwickelt hat. Es gibt ja auch diese Halsbänder, die Pheromone ausstoßen, die ich auch schon ausprobiert habe. Allerdings haben die nicht lang gehalten, weil diejenigen, die ich hatte, hatten so einen komischen Verschluss, der sehr leicht aufzumachen war. Und unsere Hunde haben sich dann gegenseitig davon befreit und sie sofort verloren. Aber was denkst du an sich, also wenn man es schafft, diese Halsbänder länger am Hundehals zu lassen, was denkst du über die Wirkung? Ja, diese Pheromon-Halsbänder, ja, also wenn man daran glaubt, dann kann man die auch anziehen. Also Schaden tun sie nichts. Aber letztendlich soll es ja die Pheromone kopieren, die damals beim Gesäugtwerden um die Zitze der Mutter entstanden sind. Also das heißt, es gibt natürlich auch viele Studien dazu, die besagen, dass nur wenn die Kindheit, also diese Prägephase, positiv war, könnte man mit dem Adaptierhalsband überhaupt auch erst wieder eine Verknüpfung dazu herstellen. Wenn man aber nicht weiß, ob diese Phase glücklich war, könnte man auch was anderes triggern. Aber leider habe ich damit nicht so wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht, außer dass es halt nicht geschadet hat, dass die Menschen dann diese Halsbänder gekauft haben. Und ich glaube, von 10 Leuten haben 9 gesagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es das gebracht hat. Also 9 von 10, die das unnötig finden, das ist schon eine ganze Menge. Ellen, zum Schluss würde ich noch gern über einen anderen möglichen Auslöser von Angst und Stress bei Hunden reden, nämlich uns Menschen selbst. Ich habe nämlich gehört, dass Hunde sehr sensibel auf unsere Stimmungen reagieren, beziehungsweise habe ich es nicht nur gehört, ich habe es auch natürlich schon selbst erlebt. Sprich, wenn wir Angst haben, kann sich das auf den Hund übertragen. Was sagst du? Was für einen Einfluss haben unsere eigenen Gefühle auf die Hunde? Einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss. Aber es wird immer so ein bisschen so mystisch dargestellt. Oh, der Hund, der spürt unsere Angst und so. Ja klar, der sieht die ja, der kennt uns ja. Das ist jetzt so, dass du die Angst deiner Freundin spüren würdest, bevor die im Phantasialand auf irgendeine Achterbahn muss. Ja klar spürst du die. Du riechst das jetzt nicht, sondern du siehst das. Du siehst, wie die drauf ist, du siehst die Körperhaltung, du siehst, sie schwitzt oder sie sagt es dir vielleicht auch. Und das ist wirklich kein Hexenwerk oder kein Spuk, sondern der Hund nimmt uns ja wahr. Und sieht, oh je, warum ist die denn jetzt schissig? Oha, ja, dann muss da auch was dran sein. Oder wie ein kleines Kind, was merkt, oh wei, wenn die Mama jetzt auch Angst hat, mein Fels in der Brandung knickt gerade ein, ist ja total logisch, dass ich als Kind, als Schützling sage, oha, dann ist hier ja wohl was dran. Also es ist logischerweise sehr ratsam, wenn man es schafft, als Mensch souverän die Situation zu meistern, für den Hund da zu sein und eben nicht selber in Panik zu verfallen. Hast du eventuell Tipps, was man machen kann, um eben nicht in Panik zu verfallen, also um stark für den Hund zu bleiben? Naja, also wie fahre ich mich runter? Atmen hilft. Aber letztendlich, ich finde auch ganz wichtig, dass ich meinem Hund ganz definitiv nichts vorspiele. Also ich möchte in jeder Situation authentisch sein. Und wenn ich mal genervt bin oder schlecht gelaunt, ja, dann weiß er das und kriegt das mit. Und nicht falsch verstehen, ich lasse das jetzt hier nicht ständig an dem aus, aber ich spiele dann auch meinem Hund nicht vor, dass ich jetzt so entspannt bin, wenn ich es jetzt gerade an dieser Stelle nicht bin. Denn die Hunde haben gelernt, mit uns zusammenzuleben. Und ich glaube, das gehört einfach dazu, dass man so ist, wie man ist. Und natürlich, wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt vor etwas Angst und mein Hund dann auch mehr, dann muss ich halt eben mal gucken, ob ich das nicht erstmal ohne meinen Hund in den Griff kriege, um den dann irgendwie mit in die Situation reinzunehmen. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Ja, verstehe ich total, was du meinst. Ich meine, das klingt ja auch total logisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel panische Flugangst habe, dann wäre es wahrscheinlich wirklich sinnvoller, ich würde erstmal an meiner Angst arbeiten, bevor ich zusammen mit meinem Hund im Flugzeug verreise. Ach, Ellen, ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch. Es war sehr schön, dass du da warst. Mach es gut. Vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich finde, die heutige Folge zeigt sehr deutlich, wie sensibel und komplex Hunde doch sind. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass sie nicht mit uns reden und uns ihre Ängste und Sorgen nicht mitteilen können. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir lernen, auf die Körpersprache unserer Hunde zu achten und auch darauf, dass sie sich im Alter mit uns sicher fühlen können.
Alan Marquez nennt als wichtigstes Element, um die Angst zu überwinden, die Verbindung zum Menschen. Das kann ich selbst auch bestätigen. Also je größer die Verbindung zu Fee, also zwischen uns, gewachsen ist, umso geringer wurde ihre Angst im Lauf der Zeit. Und wenn diese Verbindung stark ist und der Hund uns vertraut, nur dann können wir ihn auch unterstützen in Situationen, in denen er Panik hat. An dieser Stelle sehe ich auch eine Brücke zu unserer letzten Folge »Können Hunde lieben?« Da hat unser Experte Christian Ehrlich viele Wege genannt, um die Verbindung zum Hund zu stärken und warum das so wichtig ist. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei wart. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, die nächste Woche erscheint. Bis dahin, tschüss und macht es gut.